32. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Zum dritten Mal treffen die Krefeld-Pinguine auf die Augsburger Panther in dieser Saison. Augsburg bislang mit 2 Siegen gegen die Mannschaft von Brandon Reed, und die Pinguine auf Platz 10 wollen diese natürlich halten, stehen da so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, kommen gut rein in dieses Spiel, haben Überzahlmöglichkeit. Pieta auf Chad Costello und dann geht's ganz schnell, der Pass vor das Tor von Markus Keller und da steht Vinny Saponari und der drückt den Puck rein zum 1:0 für Krefeld. 4. Spielminute, Überzahltor für die Gastgeber. Dann vom Bulli weg, aus dem eigenen Drittel heraus. Alex Trivelato schnellen Schrittes. Bruckieser bekommt den Puck, legt quer auf Costello. Und Krefelds Topscorer macht das, was er am besten kann. Punkte sammeln, Tore schießen. Und er macht in der 11. Spielminute das 2:0. Was für eine Vorbereitung von Bruckieser. Aber auch zuvor Trivelato, ganz wichtig, sein Antritt aus dem eigenen Drittel heraus. Augsburg hat dann auch zum Ende des ersten Durchgangs Überzahl, noch 3,5 Minuten zu spielen. Leblanc schaut, dann findet er Schmölz und der zieht trocken ab, wird alleine gelassen vor Dimitri Petzold. Die erste wirklich gute Chance für Augsburg im ersten Durchgang. Die Panther nur mit 5 Schüssen in den ersten 20 Minuten. Drittel Nummer 2 für Mike Stewart und die Augsburger Panther. Ging es schon einen Tag vorher nach Krefeld. Und die versuchen hier den Angriff aufzubauen, verlieren den Puck dann aber im eigenen Drittel. Schimanski ist da plötzlich ganz alleine vor Markus Keller. Und aus der Drehung heraus lässt er dem Augsburger Schlussmann überhaupt keine Möglichkeit zur Abwehr. 25. Spielminute, Krefeld wieder mit 2 Toren in Führung. Die 29. Spielminute, Angriff der Pinguine, 2:1 über Pieta. Costello geht links mit, kommt aber nicht mehr dran an diesen Querpass. Glück für Augsburg. Es bleibt beim 3:1. Die Panther dann mit diesem Angriff über Payal. Stieler kommt an die Scheibe, schießt aus spitzem Winkel und trifft nur den Pfosten. Auch das im zweiten Durchgang eine der wenigen nennenswerten Chancen für Augsburg. Auch da die Panther nur mit 5 Schüssen auf das gegnerische Tor. Es geht in den letzten Durchgang wieder Überzahlspiel für die Panther. Und das endet erneut in einem Tor. 3 Tage zuvor Augsburg mit 4 Überzahltreffern gegen Ingolstadt. Jetzt schon das 2. Überzahltor in diesem Spiel gegen Krefeld. David Stieler, die 42. Spielminute. Augsburg dran. Noch 8 Minuten zu spielen. Krefeld in Überzahl. Berglund, die Chance wieder für Costello. Und Markus Keller mit einer Doppelparade. Zunächst hier abgefälschter Schuss. Keller hält und auch den Nachschuss von Costello pariert er. Es geht in die letzten Sekunden. Augsburg nimmt den Torhüter raus, probiert alles. 6 Panther gegen 5 Pinguine. Die haben noch mal die Chance, die Gäste. Aber sie bringen den Puck nicht Richtung Tor, was in dieser Partie selten gelang. Und hier sind die Stimmen zum Spiel. Ja, eigentlich kann meine Jungs nicht vorwerfen. Die haben relativ viel investiert und ganz ehrlich ist es eher, dass wir nicht schlecht gespielt haben. Es ist, Krefeld hat sehr gut gespielt. Ich fand, dass die haben mit viel Energie und viel Biss gespielt und in Führung relativ schnell gegangen und wir sind immer hinterher gelaufen. Yeah, we played well. I think we've been playing better than the results have shown and luckily tonight we finally got 3 points and 3 we needed, so it was a big game. Endlich hat es mal gereicht für 3 Punkte. 3 Punkte, die wir brauchten, sagte Chad Costello. Krefeld siegt verdient mit 3:2 gegen Augsburg.